ins Blaue von der Frankfurter Buchmesse. Karl-Heinz Ott ist hier. Alles. Die Auferstehung. Mich erinnert das Buch, und Sie haben ja viel mit Musik zu tun, Sie arbeiten am Theater, an ein Streichquartett. Es sind 4 Erwachsene, eine Frau, 3 Kinder, die sind alle Geschwister und die sind in einem Zimmer mit dem gerade verstorbenen Vater. Und nun trifft sich diese Familie um die Leiche ihres Vaters und merkt, wir sind eigentlich gar keine Familie mehr. Und dann fangen unglaubliche Diskussionen an und diese 4 müssen überhaupt erst wieder entdecken, was das heißt, zusammenzugehören. Jetzt habe ich es aber sehr ernst ausgedrückt. Das Buch ist saukomisch. Ja, insofern, Streichquartett hat noch keiner gesagt, finde ich wunderbar. Ja. Allerdings im Unterschied zu Goethe, der sagte, er habe ja beim Streichquartett den Eindruck, als würden 4 vernünftige Leute miteinander reden. Das kann man, glaube ich, von dem Quartett nicht sagen. Die reden zwar viel, aber es ist natürlich, sie sind alle unter Hochspannung. Aber, es geht um alles. Aber wie in der Musik gibt es harmonische Phasen, wo es plötzlich zusammenklingt und dann natürlich völlig atonale. Die haben noch keine Tonart gefunden, um im Bild zu bleiben. Es gibt kakophone Tendenzen da drin. Und diese Leiche vor ihnen, das ist, wenn man so will, der Katalysator. Die sagt zwar nichts mehr, gelegentlich bewegt sie sich noch auf mysteriöse Weise, sie sagt aber nichts. Aber ohne diese Leiche wäre dieses wilde Streichquartett gar nicht möglich. Die Leiche ist der totale Katalysator. Aber auch deshalb, weil natürlich alle die 4 Geschwister, die inzwischen hocherwachsene Leute sind, einer könnte ja schon Rente kriegen, wenn er Rente kriegen würde, die wären dringend auf das Erbe angewiesen. Und 2 von denen sind ökonomisch am Abgrund. Und die Gefahr ist ja, dass die gar nichts mehr erben. Also sozusagen die beiden Momente, der Tote und die fatale Lage, von der sie ja nicht wissen, wie sie ausgeht, die bringen natürlich Aufruhr in jeden. Ja. Dieser makabre Humor im Angesicht des Todes ist sozusagen das Geschäftsmodell dieses Romans. Das ist der Witz im Witz. Ja. Deswegen liest man auch gerne 350 Seiten über eine einzige Szene. Es ist ja alles nicht nur an einem Ort, sondern auch eine Einheit der Zeit. Mhm. Aber was für eine Art von Witz ist das? Und wieso kommt man angesichts des Todes zu diesem Galgenhumor? Ja gut, wenn man sehr ernste Dinge, und Sterben ist natürlich nun die ernsteste Sache, die es wahrscheinlich im Leben gibt, wenn man die nur ernst behandelt, also dann würde ich schon beim Schreiben absacken. Ja. Und man kennt es ja auch von Beerdigungen. Wenn bei Beerdigungen eine Kleinigkeit schief geht, kann diese furchtbare Trauer und diese innere Verkrampfung ja in ein unterdrücktes Kichern überschwappen. Ja. Meistens kommt es erst dann beim Leichenschmaus, wenn man schon ein bisschen getrunken hat. Psychische Notwehr, kann man beinahe sagen. Psychische Notwehr, also vielleicht auch Lebensrettung, dass man über das, worüber man wirklich nur eigentlich nicht lachen kann, doch irgendwie fast krampfhaft manchmal lachen muss. Mich erinnert dieser Roman nicht nur an ein Streichquartett, sondern auch an ein Theaterstück. Das kann man auch auf die Bühne bringen, mit 4 Sprechern. Aber mich erinnert es an ein ganz spezielles Theaterstück, an den Meteor von Friedrich Dürrenmatt, wo ja auch eine höchst lebendige Leiche alle Figuren, die um ihn herumstehen, um diesen Aufgebahrten herumstehen, sich gegenseitig vernichten. Ja, der Tod, das Stück kenne ich jetzt ausgerechnet nicht, obwohl der ich Meteor, Dürrenmatt schon schätze. Ja. Mein Lieblingsstück von Dürrenmatt. Ja. Und so ein bisschen ist es ja so. Ne? Mhm. Also die vernichten sich ja beinahe oder finden sich am Ende eigentlich doch auch nicht. Das ist keine Familie, die am Ende am Grab steht und wieder auf gemeinsam macht. Nein, da gibt es keine gemeinsamen Tränen. Es gibt vielleicht Tränen, aber keine gemeinsamen. Ja. Wobei, was Theater anbelangt, ein bisschen hatte ich manchmal, ohne dass es damit was zu tun hat, an Gianni Schicchi von Puccini gedacht, wo ja einer sozusagen noch dem Toten unter das Betttuch schlüpft und den Toten spielt und das Testament nochmal verändert. Ja. Also ganz entfernt. Das Buch heißt ja Die Auferstehung. Jetzt wollen wir nicht verraten, wie das ausgeht. Aber warum heißt es Die Auferstehung?
In mehrfacher Weise, weil erstens geht es um die letzten Dinge. Ja. Also Tod, Jenseits, gibt es ein Leben danach, gibt es kein Leben danach. Wie soll man ihn beerdigen? Christlich, mit Ritual, Friedwald, sozusagen heidnisch. Alle diese Fragen werden ja heftig diskutiert, wo jeder sozusagen, sei es seine Altlinken oder seine esoterischen Weltanschauungen ausagieren will. Nicht mal da sind die sich einig, die vier. Null. Da null. Ist die Rede von dem Terror der Formlosigkeit. Ja. Das wird denen vorgehalten, die lieber in einen Friedwald statt in einen Friedhof gehen. Ja. Aber was drückt das aus, wenn die sich nicht mal über das Tiefste, über das Religiöse, über die Beerdigung, über das Ritual einigen können? Es drückt aus, dass die sehr verschiedene Wendungen genommen haben. Also der eine bleibt ja der Altmarxist, der andere bleibt sozusagen, ich sag mal, so der Freak, der auf die Schwäbische Alb ist und von dem mal die Schwester gesagt hat, du konntest bis Ende 30 nichts als kiffen, also sozusagen so ein bisschen Naturapostel und so weiter. So, so sieht man halt, wenn es um diese ganz praktischen Fragen geht, wie wird jemand beerdigt, kommen plötzlich die ganzen Weltanschauungen durch und die werden dann auch gnadenlos eigentlich durchgesetzt, indem jeder sagt, der Papa hätte es aber so gewollt, was natürlich vollkommener Humbug ist. Ja. Es wird auf den Papa projiziert, was gerade das eigene Bedürfnis ist. Einerseits, andererseits animiert diese Leiche die Leute doch zu sehr tiefsinnigen Gesprächen. Am Anfang geht es natürlich nur um das Erbe, was erben wir, was wird im Testament stehen, das wissen sie noch nicht genau. Dieser alte Mann war ja sehr kurios, er hat Parkinson und diese Parkinson hat eine Nebenwirkung, oder vielmehr die Medikamente. Ja. Er wird sexsüchtig, er hat die ganze Wohnung mit pornografischen Plakaten ausgeklebt und hat wohl auch eine Krankenpflegerin, die wohl eher eine Prostituierte ist als eine Krankenpflegerin. Glücklich. Zumindest sehen es die Kinder so. Ja. Glücklich, wenn man so sterben kann, also wenn man das, wenn einen das Altersheim erspart bleibt und man so machen kann. Mhm. Wobei man hört, dass auch in Altersheimen es ziemlich zur Sache geht. Das mit dem Sex im Alter ist offenbar nur tabuisiert, aber es hat es immer schon gegeben. Ja, vor allem bei Parkinson gibt es wohl bei bestimmten Medikamenten just die Nebenwirkungen. Ja. Also es ist nicht aus der Welt. Aber auch interessant ist ja, dass die Kinder, die inzwischen ja auch alle zwischen Anfang 50 und fast schon knapp 70 sind, ein paar von denen gehörten ja in den 70er Jahren zu denen, die ganz laut die sexuelle Revolution ausgerufen haben. Ja, die sind jetzt pikiert. Die sind pikiert. Jetzt waren sie plötzlich moralisch. Also sozusagen, doch nicht bitte unser Alter. Ja. Das geht nicht. Also, und im Hintergrund steckt natürlich immer die ganz schlichte ökonomische Frage, was bleibt übrig? Ja. Und die lässt sie überhaupt nicht großzügig sein. Aber das ist der eine Teil, die Fragen sozusagen, die letzten Dinge. Gibt es ein Jenseits? Ist das alles furchtbare Schmarren, Kirche und Gott? Sollen wir das lieber lassen? Und das andere ist natürlich, und das verraten wir jetzt nicht, in dem Buch gibt es ja auch noch eine Art von Auferstehung. Ja. Ja. Ja, auch metaphorisch. Im Grunde steht die Familie auf, in dem Augenblick, in dem der Vater verbleicht. Ja, 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 ja. Und was ist Familie für Sie? Ich meine, Sie machen sich eigentlich über einen Familienroman lustig, über das Genre des Familienromans. Mhm. Diese Abneigung teilen wir möglicherweise. Ich kann Familienromane eigentlich nicht leiden. Ja, ja. Es sei denn, sie sind so skurril paraphrasiert, wie Sie das hier machen. Ja, also wenn mir jemand gesagt hätte, du schreibst mal einen Familienroman, hätte ich gesagt, alles bloß das nicht. Ja. Es ist sozusagen auf verquere Weise, auf groteske Weise dann doch einer geworden. Ja. Ich selbst habe ja da nicht mal so viel erfahren. Ich bin mit zwei Frauen, mit Großmutter und Mutter aufgewachsen. Mhm. Also eigentlich bin ich gar nicht befugt, darüber zu schreiben, aber in meinem Alter hat man so viele Familien kennengelernt, da muss der Stoff irgendwo raus. Ja, und man muss auch über den Tod und über das Sterben handeln ja fast alle Bücher inzwischen. Ohne dass sie depressiv sein müssen, ohne dass sie schwermütig sein müssen. Aber es gibt diese Ambivalenz, Sie benennen das auch so, zwischen Schwermut und Ironie. Ja, ja. Ja, wie gesagt, ich selbst würde das nicht ertragen, in pathetischem Ton über Tod und Sterben noch zu schreiben. Ja. Also bei allem Wissen, das ist das, was uns alle umtreibt. Also uns macht doch verrückt, dass wir wissen, es hat eine Endlichkeit. Sonst wären wir auch keine neidischen und eifersüchtigen Menschen. Wir wüssten, es gibt ja alle Möglichkeiten. Ja. Der Tod macht uns zu dem, was wir sind. Und der macht uns unduldsam mit uns selber und mit anderen. Ja. Und insofern ist eigentlich das alles furchtbar schlimm, könnte man sagen. Andererseits bringt das ja sozusagen das ganze menschliche Theater in Gang. Und das Theater ein bisschen von außen gesehen ist natürlich dann eher komisch als nur tief traurig.
die lustigste Auferstehung, aber auch die lustigste Ablebeszene, die ich seit langem gelesen habe. Vielen Dank und viel Erfolg, Herr Ott. Herr Harles, danke Ihnen.